Im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Gott. Amen. Heute ist der zweite Sonntag von Monat Amschir und das Evangelium von heute spricht über einer der berühmtesten Wunder von Jesus. Und eigentlich die Wunder von Jesus, es gab so einen Plan hinter denen, oder es gab auch etwas, das in allen Wundern gab. In diesem Wunder, also oder Wunder allgemein, sind außerirdische Taten oder Sachen, die man mit dem Gehirn so nicht verstehen kann oder nicht erwarten kann. Aber Jesus hat so viele Wunder getan. Und unter denen heilen oder auch Toten auferstehen. Es gibt so viele Wunder, die Jesus gemacht hat. Und wenn man in allen guckt, findet man zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist einfach der Wunder, also das ist etwas außer Natur, natürlich so etwas, was man nicht begreifen kann. Aber auch der zweite Aspekt ist etwas Menschliches. Einfach, also die Menschen, die zu denen die Wunder getan wurden, zum Beispiel sind, ist einfach, sie brauchten das und haben gezeigt, dass sie es wirklich gebraucht haben und wirklich verdient haben. Wenn wir auf das erste Wunder gucken von Jesus in der Hochzeit von Kana in Galiläa, als der Wein zu wenig war, Jesus konnte zum Beispiel, jemand hat mir gesagt, warum hat nicht Jesus einfach ein Wunder, also mehrere Wunder so getan als Paket und so. Warum hat er erst die Leute gebeten, dass sie Wasser holen und dann macht er aus dem Wasser Wein? Warum konnte er nicht einfach alles machen? Warum hat er nicht das Wasser auch erschaffen? Jesus sagt, alles was der Mensch machen kann, der muss das tun. Wenn der Mensch muss einfach seine Aufgaben tun, er muss alles, was er machen tun und danach, was der Mensch nicht machen kann, das macht Gott. Der Mensch denkt einfach sehr materialistisch, aber Gottes Denken ist einfach viel, viel höher als unser. Wir können seinen Plan nicht verstehen. Also man vergleicht Gottes Denken einfach mit dem Himmel, so hoch ist das, aber die Menschen sind auf der Erde. Es ist ein ganz anderes Niveau vom Denken einfach und von Planen. In dem Wunder von heute, vom Evangelium von heute, die Leute waren nicht weniger als 5000 Menschen, 5000 Männer und unter denen gab es noch Kinder und Frauen, man sagt zum Beispiel 12.000 Leute zumindest. Und Petrus hat Jesus gesagt, einfach lass die Leute nach Hause gehen. Sag denen, das ist genug, jeder geht dann um zu essen und jeder macht, was er will einfach. Das ist das menschliche Denken. Aber er hat dazu Nein gesagt. Er hat gesagt, gib denen Essen, aber sie meinten dann die Schüler, woher kriegen wir so viel Essen? Dann einer der Schüler hat denen halt gesagt, ich habe ein kleiner Junge gesehen, der 5 Gästen Brote und 2 Fische hat. Das sind genug nur für ihn oder ein paar Leute mehr, aber 12.000 Leute, das ist gar nicht genug für denen. Jesus wollte denen dann halt lehren. Er wollte, dass sie davon lernen und holt einfach dieses wenige Essen, was er so als klein hält, holt das mir. Und dann holten sie für ihn die 2 Fische und 5 Brote. Und das ist, was wir lernen wollen. Gib einfach alle deine Mühe in den Händen Jesus und gib auch alle deine Talente, die Gott dir gegeben hat und alles,
an die Gnade, die Gott dir gegeben hat. Auch egal, wie du glaubst, dass es klein ist, egal, wenn du glaubst oder auch die anderen glauben, dass es so klein ist, gib es einfach in Gottes Hände und aus denen kann Gott alles machen, was du nicht, viel, viel mehr als was du glaubst, kann er damit machen. Also diese Menschen, sie wollten nur essen, aber nicht nur haben sie gegessen, sie haben gegessen und es gab noch 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gästen Brot nach dem Essen übrig waren. So viel kann Gott machen, einfach also viel mehr sogar, was wir brauchen. Damit einfach jeder der Jünger, die glaubten, woher kriegen wir die Leute und so, wenn jeder jetzt von denen einen Korb trägt, dann vergisst er das nie. So 12 Körbe für die 12 Jünger, wahrscheinlich haben sie dann gehalten, getragen und davon, das werden wir nie vergessen. Dass die Gnade Gottes war nicht nur genug, sondern war auch zu viel einfach. Davon lernen wir, dass wenn wir Glauben haben, Gott kann Berge bewegen und wir als Kirche, wir haben auch Erfahrung mit Gott über Berge bewegen. Das Glauben macht Wunder. Jede der Wunder, einfach alle Wunder, die Jesus gemacht hat, waren einfach, die Leute haben da gestanden und haben das nicht verstanden. Das war, könnten das nicht verstehen. Wie in der Hochzeit von Kana Galil. Wir können sagen, dass da Schaffen, er hat Wein geschaffen oder er hat aus Wasser Wein gemacht. Und der Unterschied zwischen den beiden ist, also chemisch selbst, ist ein großer Unterschied. Auch ein anderes Wunder, ein anderer Wunder, bei dem alle Leute auch so erschrocken waren. Der Wunder von der blinde Mann, der blind geboren wurde und Jesus holte einfach ein bisschen Sand oder ein bisschen Erde und macht es auf seine Erden und sagt ihm, geh, wasch deine Augen und er geht und kommt zurück sehend. Der Mensch, der auch nicht bewegen konnte bei Hasda, als er 38 Jahre dort blieb und er konnte nicht in dem Wasser einfach gehen, weil der Engel bewegt das Wasser und der Erste, der da geht, der wird geheilt, aber ich habe niemanden, damit er mir heilt. Und dann sagte zu ihm Jesus, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und so auch alle, so viele Wunder einfach, die einen gemeinsamen Aspekt haben. Und einer dieser Aspekte, die auch sehr häufig war, war, dass Gott, was Jesus immer oder ganz oft Wunder am Samstag gemacht hat. Wie machst du am Samstag Wunder, haben dann die Pharisäer gemacht. Und Jesus hat dann zu ihnen immer gesagt, wer ist geboren für wen? Ist der Mensch für den Sabbat geboren oder ist der Sabbat geboren für das Mensch? Gott hat alles für den Menschen gemacht, damit der Mensch es auch. Also selbst der Sabbat hat Gott gemacht, damit der Mensch Jesus Gnaden erinnert, aber nicht umgekehrt. Und Jesus hat auch immer eigentlich das Glauben so betont, weil wenn du glaubst, dann ist das gut und dann kannst du alles machen, aber wenn du nicht glaubst, dann geht's nicht. Er hat immer gesagt, wenn du glaubst, dann kriegst du. Und die Frau auch, die immer geblutet hat, jeder, der von diesen Menschen, zu denen Wundern gemacht wurden, haben geglaubt. Aber einfach neben diesem Aspekt der Übernatürlichen gab es immer diesen menschlichen Teil, der einfach
was der Mensch tun musste, was der Mensch selbst tun hat, damit er das verdient. Er musste Mühe bringen, er müsste glauben. Das sage ich auch zu euch. Macht einfach, was ihr alles könnt, macht. Und dann macht Gott deine Wunder. Wenn jemand zum Beispiel etwas, irgendetwas kriegen will, dann sage ich zu denen, mach alles, was du kannst. Gib dir eine Mühe. Jemand will in eine Klausur bestehen, dann sage ich zu denen, lerne, mach alles, was du kannst. Und danach bete von Gott, dass er dir das Bestehen gibt. Aber ich will auch sagen, Gott kann nie etwas machen, wenn der Mensch keine Mühe gibt oder wenn der Mensch nicht alles macht, was er machen tun konnte. Mach deine Aufgabe, gib deine Mühe und guck, was dann in Gott macht. Jeder Mensch, egal wo er ist, egal was er macht, er soll nur erst gucken, was ist seine Aufgabe, was muss er erst tun. Und danach bitte von Gott einfach seine Gnade und Gott gibt dir das. Viele Leute sagen so, ich werde beten und hoffentlich wird alles gut laufen. Aber gut, es ist gut zu beten, aber daneben muss man alles machen. Daneben muss man Mühe geben. Wer bestehen will, muss lernen. Wer irgendwas kriegen will, er muss Mühe geben, er muss alles tun, was er kann, macht. Er muss diese Wege gehen, die er gehen kann, damit er alles macht. Auch wenn man glaubt, dass man so ein weniges Talent hat, auch wenn man glaubt, ich habe nur 2 Fische und 5 Brote, gib einfach alles, was du kannst. Gib das Kleine, alles Kleine, dein kleines Talent, deine kleine Mühe. Alles, was du glaubst, dass es so klein ist, gib es in Gottes Hände und er macht daraus so Großes, dass es auch sogar übrig bleibt. Einfach keiner der Jünger hat geglaubt, dass aus diesen 5 Brote und 2 Fische, dass noch 12 Körbe Reste einfach übrig bleibt. Keiner von denen hat das geglaubt, aber Gott ist wunderbar in seiner Und seine Taten ist wunderbar in seinem Denken. Einfach die Art, wie er denkt, ist einfach viel, viel höher, als wie wir denken. Ist vom Niveau her, vom einfach zu vergleichen mit dem Himmel und der Erde, einfach Gottes Denken und zu uns sagen. Die Menschen gucken immer auf Lösungen einfach, okay, für mich, es gibt keine andere Lösung, aber bei Gott gibt es andere Lösungen. Gott hat andere Lösungen. Gott hat andere Arten, um Probleme durchzugehen. Aber einfach, was wir tun müssen, ist, dass wir zu Gott einfach alles geben, was wir machen können, alle unsere Mühe, unsere Aufgaben erledigen und sagen dann zu Gott, wir geben dir alles, was wir machen können und deine Gnade bitte einfach sollte größer sein und übrig sogar bleiben. Gott, gib uns einfach das Segen und ich wünsche, dass wir auch von den Wundern von Jesus lernen, dass wir auch selbst alles tun können, was wir müssen, dass wir das daraus lernen, nicht nur auf das übernatürliche Aspekt zu gucken. Ich wollte noch kurz sagen, morgen der Montag, Dienstag und Mittwoch wird das Fasten von, manche Leute sagen von Jonas Fasten, ich sage Fasten von Ninawa, aber weil eigentlich mehr als Jonas haben die Menschen von Ninawa gefastet und ohne ihre Fasten und ihre Zurückgehen zu Gott würde Gott das vernichten. Aber als Jonas sie gesagt hat, dass sie einfach fasten sollen, dann haben sie das gemacht und sie haben auch alle Reue einfach gezeigt und deswegen hat Gott ihre Reue akzeptiert. Aber wir wollen auch, dass das für uns ein
ein Vorbild sein kann oder ein Symbol sein, oder dass wir daraus einfach lernen, dass aus der Reue kriegen wir auch so vieles. Das Segen von der Reue ist so groß, und der Mensch, der nicht bereut, der kann nicht zurückgehen, der kann nicht zu Gott gehen. Aber der, der wirklich Reue gibt und wirklich sagt zu Gott, ich gehe zu deinem Haus und ich mache jetzt das nicht mehr, ich will dein Segen, dem gibt Gott. Jeder von uns, es muss etwas in ihm haben, was er bereut. Es muss jeder von uns das Gefühl haben, dass er etwas schlecht macht und dass er das nicht mehr machen will. Ohne Reue gibt es keine Vergebung. Wir sagen ja, Gott vergibt uns, das stimmt. Aber wir müssen erst bereuen und Buße geben, damit wir erst einfach seine Gnade kriegen, seine Vergebung. Das ist auch genau wie die Wunder. Damit ich etwas kriege, wenn ich etwas will, da muss ich erst meine Aufgabe tun. Da muss ich erst alles tun, was ich tun kann. Also viele Menschen gucken einfach in der Bibel so für die vielen Sachen, die Gott uns versprochen hat. Aber wir müssen auch in der Bibel gucken und auch wie wir einfach auf diese Versprechungen gucken, dann müssen wir auch auf die Gebote von Gott gucken. Wir müssen auf beides gucken. Wenn ich will, dass Gott seine Versprechungen hält, dann muss ich auch die Gebote halten und durchführen. Aber wenn ich das nicht mache, dann kann ich nicht erwarten, dass Gott mir etwas tut oder mir etwas Schönes einfach oder seine Gnade gibt. Erst machen wir die Gebote und führen sie und machen alles, was wir tun, machen. Und danach gibt uns alles. Gott lügt nicht. Gott sagt uns, wenn er uns etwas einfach verspricht, dann gibt er das uns. Und wenn er uns etwas verspricht, das ist, weil er uns so geliebt hat. Deswegen müssen wir auch bei diesen Fastenzeiten und die Ereignisse, die noch kommen, und wir wollen, dass wir in diese Zeiten einfach davon lernen, dass wir müssen die Wunder verdienen. Wir sollen erst machen, unsere Aufgabe machen, und dann gibt uns alles. Gott gibt uns Segen, dass wir auch davon lernen und in diese schönen Zeiten Gnade kriegen, und dass jeder von uns erst ein barmherziges Herz kriegt und ein weißes Herz. Gott, ändere mein Herz, gib mir ein barmherziges Herz, und Gott gebe uns alle Segen und Gnade von Herz und aller Zeit. Amen.